Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu meinem Geburtsbericht. Ich habe endlich mal die Zeit, neben meinen jetzt zwei Kindern den Geburtsbericht zu drehen, mal gucken, wie das läuft und wie es klappt und ob ich ab und an mal unterbrechen muss. Genau, ich würde sagen, wir legen deswegen auch direkt los, damit das nicht allzu lang dauert, damit meine Mäuse nicht allzu lange auf mich warten müssen. Ich wünsche euch also viel Spaß und es folgt ein sehr, sehr schöner Geburtsbericht, denn ich hatte wieder eine wirklich tolle Geburt. Meinen letzten Geburtsbericht kann ich euch auch einmal hier oben verlinken, dann könnt ihr da auch mal vorbeischauen. Das war auch durchweg positiv, also ihr braucht hier keine Angst haben. Ich werde trotzdem sehr detailliert auf einige Sachen eingehen, also ja, es ist nun mal eine Geburt und eine Geburt ist, ja, ist nun mal eine Geburt. Ne? So, ich würde sagen, wir starten. Und wünsche euch jetzt einfach ganz, ganz viel Spaß. So, ich habe alles ganz genau mitgeschrieben auf meinem Handy und ich suche das einmal raus, damit ich auch wirklich nichts vergesse und damit ich die ganzen Uhrzeiten und so, so im Kopf habe. Angefangen hat das Ganze am 15.08. Das war dann ET plus 1, am 14. war der Entbindungstermin und am 15.08. hat das Ganze angefangen, dass wir morgens aufgestanden sind. Das war ein Sonntag und wir haben überlegt, okay, was machen wir? Wir haben eigentlich die ganze Zeit halt nur auf die Geburt gewartet und gewartet, bis es dann endlich losgeht. Und dann kam mein Freund auf die Idee, seine Eltern zu besuchen und ich war mir total unsicher, was machen wir, wenn es losgeht, denn die wohnen ungefähr 40 Minuten von uns entfernt. Und genau, deswegen war ich mir so unsicher, ob wir fahren sollten. Und dann dachte ich aber, ach, das ging jetzt letzten Tage auch nicht los, dann geht es jetzt auch nicht los und deswegen sind wir losgefahren. Beziehungsweise bin ich dann danach auf Toilette gegangen, habe dann ein Stück von meinem Schleimpropf verloren. Den hatte ich ja bereits schon 2 Wochen vorher verloren, der hat sich aber nachgebildet. Und dann an diesem Morgen hatte ich wieder ein Stück verloren. Und dann auch mit so ein bisschen Blut und so, und dann dachte ich, sollten wir wirklich losfahren? Und ich dachte, ach, beim letzten Mal ist er auch abgegangen, da ist auch nichts passiert. Und deswegen sind wir dann losgefahren. Dann im Auto, als wir losgefahren sind, habe ich zu meinem Freund schon gesagt, ja, stell dich darauf ein, dass wir eventuell zurückfahren müssen, weil ich habe irgendwie schon die ganze Zeit Unterleibsschmerzen und so ein komisches Gefühl und ich habe meinen Schleimpropf heute Morgen wieder verloren. Genau, nur, dass er schon mal vorbereitet ist, dass wir eventuell nochmal, oder dass wir frühzeitig wieder nach Hause fahren müssen. So, mehr war an dem Tag nicht, außer dass wir schön spazieren waren mit den Eltern und ich dann abends ordentlich Rückenschmerzen und diese Unterleibsschmerzen immer noch hatte. Also den ganzen Tag über hatte ich so Unterleibsschmerzen. Das war aber überhaupt nicht der Rede wert. Also keine Wehen oder sonstiges. Einfach so eine ganze Zeit so ein komisches Drücken, auch durchgehend. Dann abends ein bisschen Rückenschmerzen und ein sehr, sehr aktives Baby ab 20 Uhr. Also wirklich sehr, sehr aktives Baby. Aber sonst war gar nichts. Ja, wir haben dann den Abend ganz normal noch verbracht, haben Fernsehen geschaut und Eis gegessen und sind dann ungefähr so 23 Uhr ins Bett. Und danach, sind wir dann schlafen gegangen und dann war Montag. Und Montag bin ich in der Nacht um 0.38 Uhr geweckt worden von Unterleibsschmerzen. Und ich dachte, die hatte ich ja den Vortag auch die ganze Zeit, da wird wohl nichts sein. Dann habe ich aber trotzdem meine Wehen-App einmal angemacht, weil die Unterleibsschmerzen immer kamen und gingen. Und ich dachte, nicht, dass das irgendwie jetzt doch Wehen sind oder so. Habe das dann getrackt mit der App. Ich kann euch das hier auch nochmal einblenden. Und dann, habe ich die ganze Zeit eben, lag ich da im Bett. Ungefähr bis um 1 lag ich dann im Bett und habe die ganze Zeit die Wehen getrackt. Ja, um 1 bin ich dann ungefähr aufgestanden, weil die Wehen oder die Unterleibsschmerzen alle 4 Minuten regelmäßig kamen. Und dann dachte ich, okay, gehst du mal ins Bad und schaust einfach mal, was passiert. Weil ich hatte sowas schon öfter in der Schwangerschaft, also gegen Ende der Schwangerschaft. Aber das ging halt immer wieder weg, sobald ich aufgestanden bin. Und deswegen dachte ich, okay, stehst du mal auf und gehst ins Bad. War ganz, ganz leise, damit ich die beiden nicht wecke. Und dann, habe ich die ganze Zeit immer noch weiter Wehen gehabt. Auch alle 4 Minuten schön fleißig. Und dann habe ich schon überlegt, soll ich jetzt Felix wecken oder nicht? Und was ist, wenn es ein Fehlalarm ist? Und
ach, ich habe mir so viele Gedanken gemacht und dann stand ich da und dann wurden die Wehen schon, also die Schmerzen schon so ein bisschen doller, aber nicht schmerzhaft. Und ich dachte die ganze Zeit, oh, wecke ich jetzt Felix oder ist es doch ein Fehlalarm? Dann habe ich gegen 1:30 noch weiter Schleim verloren, also nochmal ein Stück vom Schleimpropf verloren, auch wieder mit Blut. Und ich hatte die ganze Zeit so einen Druck auf das Steißbein, dass ich wirklich dachte, ja, ich muss großes Geschäft machen. Also ich hatte die ganze Zeit schon so einen Druck nach unten. Und dann bin ich ins Babyzimmer gegangen hier und habe hier noch ein paar Sachen weggeräumt und die Kliniktasche nochmal durchgeguckt. Und dann um 1:45 bin ich in die Badewanne gegangen. Einfach um zu gucken, sind es jetzt echte Wehen oder nicht. Kann ich wieder ins Bett gehen? Ich habe keine Lust mehr hier rumzulaufen. Also genau, ich wollte einfach gucken, sind es echte Wehen oder ist es alles wieder nur Fake. So, in der Badewanne wurden die Wehen dann nicht weniger, sondern sind gleich geblieben, sind auch nicht stärker geworden, sondern ja, waren einfach die ganze Zeit gleich, aber sind halt eben auch nicht weggegangen. Und dann wusste ich, okay, das sind echte Wehen. Wer weiß aber, wie lange es noch dauert. Das war, ich hatte halt, wie gesagt, einfach keine Schmerzen. Es waren halt so leichte Unterleibsschmerzen wie bei der Periode, aber überhaupt nicht der Rede wert. Und deswegen war ich mir halt so unsicher. Ja, dann bin ich runtergegangen nach der Badewanne und ich habe übrigens die ganze Zeit in der Badewanne mit meiner Schwester per WhatsApp geschrieben. Die war nämlich wach, weil sie gerade ja, gestillt hat in der Nacht. Und deswegen habe ich dann die ganze Zeit mit ihr geschrieben. Das war richtig cool, weil so hatte ich jemanden, mit dem ich reden konnte, weil ich war halt die ganze Zeit so unsicher, was ich machen soll. Und dann bin ich runtergegangen ins Wohnzimmer, habe mich da ein bisschen auf die Couch gesetzt und habe dann schon noch ein paar Sachen für die Kliniktasche rausgesucht, unter anderem die Kamera, meine Tabletten und solche Sachen habe ich dann noch rausgelegt, schon auf unseren Esstisch. Und dann habe ich angefangen zu vloggen. Den Vlog habt ihr ja schon gesehen. Kann ich euch sonst auch nochmal hier oben verlinken. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt wecke ich Felix. Weil das waren halt schon Wehen. Es waren halt schon Wehen da. Und alle 4 Minuten sagt man schon so, okay. Die App hat auch schon die ganze Zeit gesagt, okay, sie sollten langsam ins Krankenhaus fahren. Und ich habe das immer nur ignoriert, weil ich dachte, ich habe noch keine Schmerzen. Wir können doch jetzt noch nicht ins Krankenhaus fahren. Dann habe ich Felix geweckt. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Kurz nach 2, 1:45 ungefähr. Und bin zu ihm ins Bett gekommen und habe gesagt, Schatz, Schatz, ich glaube, wir müssen los. Das Baby kommt. Und er guckt mich an. Was? Ich sage, ich glaube, das Baby kommt. Ich habe alle 4 Minuten Wehen. Und dann sagt er, ist die Blase geplatzt? Ich sage, nein, aber ich habe alle 4 Minuten Wehen. Und dann saß er auch schon im Bett, er ist aufgestanden, hat gesagt, okay, wir müssen los. Hat sich angezogen und um 2:45 Uhr sind wir dann ins Auto gestiegen und sind ins Krankenhaus gefahren. Ja, 2:50 waren wir dann im Krankenhaus. Auf der Autofahrt war alles in Ordnung. Ich hatte ab und an mal eine Wehe, aber es war, ja, es war einfach nix. Also es war so ein bisschen so ein Drücken und so, ein bisschen Ziehen, aber von Geburt war da weit entfernt. So, und deswegen habe ich auch zu Felix die ganze Zeit gesagt, wir werden bestimmt wieder nach Hause geschickt. Der Muttermund ist bestimmt noch nicht aufgegangen. Das ist, ja, wir werden bestimmt wieder nach Hause geschickt. Und er meinte immer die ganze Zeit, nein, 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 wir werden nicht nach Hause geschickt. Ja, was ich auf jeden Fall aber gespürt habe, ist, dass irgendwas am Muttermund passiert. Also ich hatte immer so ein Ziehen untenrum, das, ja, als würde jemand das so aufdehnen sozusagen. Das habe ich die ganze Zeit gespürt, aber das, ja, wie gesagt, ich hatte halt keine Schmerzen. Ja, da sind wir im Krankenhaus angekommen. Ich hatte ja im Auto bereits da angerufen und habe gesagt, dass wir vorbeikommen mit Wehen und dass sie sich dann vorbereiten können. Und als wir ankamen, wussten sie auch direkt Bescheid und haben auch schon meine Akte rausgesucht. Und wir sind dann in so einen Nebenraum gekommen, wo dann CTG geschrieben wurde. Und ich war super entspannt. Ich hatte ja, wie gesagt, keine Schmerzen. Ich hatte auf dem CTG alle 4 Minuten Wehen. Und also CTG wurde 1 Stunde geschrieben. Und die Hebamme meinte dann, als sie das CTG einmal kontrolliert hat, meinte dann, ja, da sind ja schon ordentlich Wehen da. Wenn ihr wollt, könnt ihr nochmal eine Runde spazieren gehen.
So, und dann habe ich auch gesagt, ja, möchte ich auch auf jeden Fall. Ich möchte das Ganze in Gang bringen. Ich möchte mich jetzt nicht entspannen. Ich möchte, dass es ja schnell vorangeht. Und deswegen bin ich, also wollte ich von mir aus auch unbedingt spazieren gehen. Und dann sind wir raus und sind bis um 7 Uhr spazieren gegangen. Also wir waren ja von 4 bis 7 waren wir draußen spazieren und im Krankenhaus rum und ja, also überall haben wir da das Gelände erkundet und sind dann schön ordentlich spazieren gegangen. Und während wir spazieren gegangen sind, sind die Wehen auch schon ja, kräftiger gekommen. Also man hat schon gemerkt, dass das was bringt. Das Problem ist, immer wenn ich mich entspannt habe, waren die Wehen weg. Also habe ich mich hingesetzt, waren die Wehen weg. Habe ich mich hingelegt, waren die Wehen weg. Und so habe ich von mir aus gesagt, ich möchte die ganze Zeit spazieren gehen, damit es ordentlich schön in Gang kommt, damit das Kind schön runtergedrückt wird, damit einfach was passiert. Und genau, deswegen habe ich dann von mir aus gesagt, möchte ich die ganze Zeit spazieren gehen. Und die auf der Station, also im Kreißsaal, waren auch sehr begeistert, denn sie haben die ganze Zeit gesagt, ja, das finden sie toll, dass ich so fleißig mitmachen möchte und so und dass ich so viel Energie habe, finden sie gut. Und wir hätten sowieso noch gar keinen Kreißsaal gehabt, wo wir uns irgendwie hätten hinsetzen können oder entspannen können, sondern ja, an dem Tag waren so viele Geburten, dass es komplett voll war. Also als wir um 3 da angekommen sind, waren schon 3 Kinder da und als wir gerade in den Kreißsaal reinkamen, ist gerade wieder ein Kind gekommen. Also das, ja, es war super voll und deswegen war kein Kreißsaal frei. Den Kreißsaal bekommen haben wir um 7, dann war er geputzt und sauber gemacht und bereit und genau, dann hatten wir um 7 Uhr eben unseren Kreißsaal und da habe ich dann auch mal gefragt, ob die nach der Muttermund schauen können, einfach damit ich weiß, okay, ist schon was passiert, wie weit sind wir, was, ja, wie geht's weiter? Also von sich aus hätten die nicht geguckt. Das fand ich eigentlich total gut, aber da erzähle ich später noch mal mehr drüber. Ja, aber ich habe eben gesagt, ich möchte bitte, dass sie einmal gucken. Und dann hat sie auch geguckt. Wir hatten eine richtig tolle Hebamme. Also wir hatten einmal einen Hebammenwechsel, aber die beide waren super toll. Die erste war auch super lieb und ganz einfühlsam. Die hat auch bei der Untersuchung beim Muttermund erst so mein Bein angefasst und gesagt, ich berühre dich jetzt und ist das wirklich okay für dich? Darf ich das? Und ja, das war wirklich total toll. Und ich habe mich einfach wie zu Hause gefühlt. Es war so schön. Und da war der Muttermund dann schon bei 4 cm. Und dann hat die Hebamme gesagt, okay, sie geht auf jeden Fall nicht mehr ohne Baby nach Hause. Mit den Wehen und mit dem Muttermundbefund gehen sie nur noch mit Baby nach Hause. Und das hat uns natürlich gefreut und wir waren ganz happy, dass wir nicht nach Hause müssen, sondern dass wir halt ja, erstmal die kleine Maus zur Welt bringen. Ja, die Wehen waren bis dahin aber trotzdem immer noch, ja. Also für mich waren es keine Wehen, es waren halt, ja, einfach so ein bisschen Unterleibsschmerzen, wie bei der Periode, aber eben regelmäßig, mal alle 4 Minuten, mal alle 2 Minuten. Und so ging das die ganze Zeit weiter. So ging es die ganze Zeit weiter, sodass wir uns wieder dazu entschieden haben, nach der Muttermunduntersuchung spazieren zu gehen. Und um 8 Uhr hat dann Felix Smartwatch angezeigt, dass wir bereits 12.000 Schritte gegangen sind. Finde ich so krass, einfach in 5 Stunden 12.000 Schritte, weil wir alle die ganze Zeit da im Kreis gegangen sind und Treppe rauf, Treppe runter. Um 10 Uhr wollte die Hebamme dann hatten wir bereits einen Hebammenwechsel übrigens. Die zweite Hebamme war auch mega toll. Ja, um 10 Uhr wurde dann nochmal CTG geschrieben und da hatte ich eigentlich zwischen den Wehen gar keine Pausen mehr. Also beim CTG hat man auch gesehen, das war eigentlich die ganze Zeit eine Wehe sozusagen. Aber es war nicht schmerzhaft. Also es war halt einfach, der Bauch wurde hart und das war's. Ich hatte die ganze Zeit so einen Druck auf die Hüfte, als würde man so die Hüfte zusammendrücken, als würde man einen Gürtel zu doll zuschnallen. Aber es waren für mich keine richtigen Wehen. Also deswegen habe ich auch die ganze Zeit gedacht, das kann doch nicht sein, dass es hier nicht vorangeht, dass wir jetzt hier schon die ganze Zeit 12.000 Schritte laufen und es passiert nichts. Und ich habe zwar Wehen, mein Körper produziert ordentlich Wehen, aber es passiert halt eben nichts. Und ich habe die ganze Zeit zur Hebamme gesagt, ich warte eigentlich nur auf den Blasensprung, weil ich glaube, dann geht es erst richtig los. Und dann meinte sie zu mir, ja, soll ich die Blase sprengen? Und dann habe ich gesagt, nein, das möchte ich nicht. Ich möchte bitte, dass die Kleine
das selber entscheidet. Ich möchte da nicht eingreifen. Egal, wenn ich hier noch 20 Stunden liege mit so leichten Wehen, ich möchte, dass die Kleine das selber entscheidet. Jetzt im Nachhinein finde ich das gut, dass ich das gesagt habe und es ist auch alles in Ordnung. Aber hätten wir die da platzen lassen oder hätten wir sie morgens schon platzen lassen, dann wäre die Kleine viel, viel früher gekommen. Aber ja, ich wollte eben, dass die Kleine das von sich aus macht. Mein Körper hatte einen Plan, das wusste ich und genau, deswegen war ich völlig, ja, war das für mich gar keine, er kam für mich gar nicht in Frage, dass ich die Blase platzen lassen soll, platzen lasse. genau, also ich wollte einfach, dass die Kleine das selber entscheidet. Da wurde dann auch nochmal der Muttermund getastet, ungefähr gegen 10 Uhr. Und da war er dann bei 5 bis 6 cm. Also hat sich was getan. Ich war schmerzlos, also völlig in Ordnung. Da war ich natürlich froh, dass sich da überhaupt was tut. Genau, aber wie gesagt, ich hatte keine Schmerzen. Ich habe einfach, wir haben alle nur auf den Blasensprung gewartet und wir sind dann nach dem ZDG auch wieder spazieren gegangen und dann haben die im Kreis gesagt, ja, geht nochmal spazieren und also wir haben gesagt, wir möchten spazieren gehen und dann haben die, haben wir eben kurz Bescheid gesagt, dass wir jetzt nochmal eine Runde spazieren gehen und die haben gesagt, ja, geht mal, ihr meldet euch dann, wenn irgendwas ist und spätestens wenn die Blase platzt, meinte sie dann, weil wir alle wirklich einfach nur auf diesen Blasensprung gewartet haben. Und dann hat sie gesagt, ja, spätestens gegen 12, 13 Uhr würde ich gerne nochmal ein CTG schreiben. So lange könnt ihr gerne wegbleiben. So, und dann sind wir auch so los und sind aus dem Kreislauf raus, sind wieder Treppe runter, nicht Fahrstuhl gefahren, wir sind Treppe gelaufen und wollten dann unten nochmal im Krankenhaus spazieren gehen. Ja, daraus wurde nichts, denn kaum waren wir die Treppe unten, ist meine Blase geplatzt. Es kam richtig wenig Fruchtwasser, also meine Hose war von außen nicht mal nass. Ich hatte das Gefühl, ich habe einen riesen See hinterlassen, aber meine Hose war nicht mal nass. Also es war wirklich ganz, ganz wenig Fruchtwasser, aber ich wusste direkt, das war die Fruchtblase, weil das genau das gleiche Gefühl hatte ich bei Lia auch. Einfach als wenn ein Luftballon platzt in dir drinne und ja, dann stand ich da, also wir sind gerade gegangen und ich stand da, blieb dann stehen und sagte, meine Fruchtblase ist geplatzt und habe halt so unten hingefasst und dachte, oh, meine Fruchtblase ist geplatzt und halt komplett unten in der Eingangshalle vom Krankenhaus und ich habe gar nicht darauf geachtet, ob mich Leute angeguckt haben, aber ich hatte das Gefühl, alle gucken mich an und dann habe ich zu viel gesagt, okay, wir müssen hoch und habe dann nur schnell meine Hose festgehalten und habe gesagt, okay, das läuft schon das Bein runter. Und dann sind wir nur die Treppe hoch und sind dann wieder in Kreißsaal. Ich hatte auch da nicht irgendwelche Schmerzen oder so, aber ich wollte halt mich schnell frisch machen, einlagen, reinlegen und danach am liebsten weiter spazieren gehen. Wir sind dann in Kreißsaal gekommen und die Hebamme guckte ganz verdutzt, weil wir halt nur 2 Minuten weg waren. Und ich sagte, ja, meine Blase ist geplatzt. Und sie sagte nur, yippie, dann geht's ja jetzt los. Und ich sage, ja, jetzt geht's los. Ja, wir sind dann wieder aufs in den Kreißsaal, nicht aufs Zimmer, wir sind dann in den Kreißsaal gegangen mit der Hebamme und haben mich dann erstmal ausgezogen und sie hat einmal geschaut, ob es wirklich Fruchtwasser ist, weil ich habe zu ihr gesagt, das ist irgendwie so komisch, bei meiner Tochter kam so viel und jetzt war es eben so wenig, dass nur noch wirklich nur der Schlipper so ein bisschen voll und ein bisschen ist am Bein runtergelaufen. Aber wie gesagt, Hose und alles trocken und dann hat sie so einen Test gemacht und hat dann gesagt, ja, das ist auf jeden Fall Fruchtwasser, die Blase ist geplatzt. Und es kam in der ganzen Zeit kein Fruchtwasser mehr nach. Also es war wirklich nur so ein mini bisschen Fruchtwasser. Und dann hat die Hebamme nochmal ein CTG geschrieben, einfach weil sie gucken wollte, wie die Herztöne sind. Aber nur so 2 Minuten, einfach damit sie schauen kann, wie die Kleine auf den Blasensprung reagiert hat. Da war alles top. Und dann, als sie das CTG gemacht hat, habe ich schon gemerkt, okay, die Wehen verändern sich. Das war dann ungefähr schon fast 11. Ich dachte, okay, die Wehen verändern sich schon. Und bin dann die ganze Zeit im Zimmer auf und ab gelaufen. Sie hat uns dann noch wieder allein gelassen. Und bis um 12 waren die Wehen absolut aushaltbar. Also sie waren minimal stärker als vor dem Blasensprung. Aber auch im Abstand von 7 Minuten. Und dann ungefähr um 11 kam die Hebamme wieder rein und meinte,
Und ich meinte jetzt, und hat gefragt, wie die Wehen sind, also ob die schmerzhaft sind, also ob die mehr geworden sind. Ich habe gesagt, ja, sie werden schon heftiger, aber eben hatten wir einen Abstand von 7 Minuten. Und dann meinte sie, ja, da meinte sie dann, ja, das muss auf jeden Fall noch kürzer werden und wir brauchen mehr Wehen. Und dann habe ich gesagt, ja, ich laufe hier noch weiter auf und ab und dann kriegen wir das schon hin. Aber ich war die ganze Zeit super gelassen und super entspannt und sie hat auch die ganze Zeit gesagt, ich finde das toll, wie ihr zusammenarbeitet, weil Felix halt auch die ganze Zeit immer da für mich da war. Wir haben dann die Wehen die ganze Zeit auf dem Zimmer veratmet, zusammen, also Felix und ich zusammen. Wir haben dann auch noch was zu essen bekommen auf dem Zimmer, und zwar das Frühstück von der Wöchnerinstation. Da haben wir nochmal was abbekommen, haben dann auch noch in Ruhe gefrühstückt. Und so um 12:30 ungefähr ging es dann los, dass die Wehen wirklich richtig heftig wurden. Also die Hebamme hat uns dann auch einen Petsi-Ball, also einen Gymnastikball angeboten. Und da saß ich dann die ganze Zeit drauf und habe die ganze Zeit ja, die Wehen weggewippt. Die Wehen kamen dann alle 1 Minute, also jede Minute kam eine Wehe und auch richtig heftig, so wie bei Lia direkt nach dem Blasensprung eigentlich, ne? Also diese richtigen Geburtswehen halt eben. Und Felix saß mir gegenüber und hat dann immer meine Hände so gestreichelt, also meine Arme so gestreichelt und hat immer mit mir zusammen geatmet und ich habe immer ganz ruhig geatmet und habe die Kleine so dabei rausgeschoben. Also ich habe immer ganz lange geatmet und die Kleine so richtig dabei rausgeschoben. Das habe ich richtig gemerkt, dass genau, ich die Kleine so ein bisschen rausgeschoben habe und das tat mir unglaublich gut. Also die Wehen waren heftig, keine Frage. Ich habe natürlich gelitten und ich habe auch gesagt, ich habe keine Lust mehr, ich möchte nicht mehr und die Kleine kann jetzt bitte kommen und ich möchte kein drittes Kind mehr, habe ich gesagt. Und genau, das sind so die typischen Sätze kurz bevor es losgeht, ne? Das wissen, glaube ich, die meisten. Ja, dann ging es auch tatsächlich los. Also die Hebamme kam immer nur alle paar Minuten rein und hat immer nur geschaut. Hat zwei Wehen sich mit angeschaut sozusagen und ist dann wieder gegangen und hat uns allein gelassen. Das fand ich richtig toll. Also ich habe mich wirklich gefühlt wie zu Hause, einfach weil ich sehr wenig Kontrolle hatte. Ich konnte so für mich sein, ich konnte selbstbestimmt sein, ich konnte machen, was ich wollte. Und genau das hat mir bei Lias Geburt total gefehlt, weil bei Lia wurde ich so ins kalte Wasser geworfen, weil es so schnell ging. Und ich gar keine Zeit hatte, mich irgendwie zu orientieren, okay, was ist jetzt für mich das Beste, was tut mir am besten, was tut mir gut. Und jetzt bei der Geburt, obwohl sie ein bisschen länger ging, aber ich hatte halt die ersten Stunden keine Schmerzen. Und so im Nachhinein war die Geburt jetzt, die zweite, sogar schneller als die erste, aber halt eben viel entspannter und viel ruhiger. Und das fand ich sehr, sehr gut. Ich war die ganze Zeit so mein eigener Herr, ich war mit meinem Partner alleine und ich konnte diese Geburt so wie zu Hause einfach ja, veratmen und hinter mich bringen. Es war wirklich total toll. Ich hatte auch die ganze Zeit gar kein Bedürfnis nach Schmerzmitteln oder irgendwas. Also ich habe die ganze Zeit wirklich gar nicht dran gedacht, weil PDA kam für mich gar nicht in Frage, Lachgas kommt für mich nicht in Frage, damit kann ich mich einfach gar nicht anfreunden. Ich mag das nicht so, irgendwas einzuatmen oder sowas. Und ja, dann hat sie auch gesagt, mehr steht gar nicht zur Auswahl, weil sie spritzen nichts mehr über die Vene, weil das einfach für die Kinder nicht gut ist. Und deswegen machen die das in dem Krankenhaus nicht mehr. Und deswegen wäre es eben nur die PDA oder Lachgas gewesen. Und ich habe aber also ich hatte gar keine Gedanken über Schmerzmittel, weil ich das alles schon kannte. Das waren einfach genau die gleichen Schmerzen wie bei Lia. Das war 1:1 gleich und ich wusste, was auf mich zukommt. Und das war richtig schön einfach. Und ich hatte, wie gesagt, gar keine Bedürfnisse, irgendwie Schmerzmittel zu bekommen. Und ja, dann haben wir von 12:30 bis um, ja, bis zur Geburt diese Wehen die ganze Zeit veratmet. Kurz vor 2 kam die Hebamme dann nochmal rein und hat geschaut. Also lass es ungefähr 20 vor sein. Also zwischen 11:30 und 2 kam die Hebamme irgendwann nochmal rein und hat dann nochmal sich die Wehen von mir angeguckt. Also saß dann da auf der anderen Seite vom Bett und wir waren rechts vom Bett und sie saß links vom Bett und ich die ganze Zeit auf meinem Ball.
Und dann hatte ich eine Wehe und ich habe so wieder ganz für mich die Kleine rausgeschoben. Also ich habe geatmet und die Kleine dabei rausgeschoben. Und dann bin ich schreckhaft aufgestanden und habe gesagt, okay, das hat sich komisch angefühlt. Ich glaube, die Kleine ist gerade ein ordentliches Stück runtergerutscht. Weil ich hatte so das Gefühl, ja, dass sie so 2 Meter tiefer gefallen ist in mein Becken. Also ich habe das wirklich richtig gespürt, dass sie so richtig tief gefallen ist. Und dann bin ich, wie gesagt, aufgesprungen. Und dann hatte ich direkt wieder eine Wehe und die habe ich dann im Stehen veratmet. Und dann habe ich schon während der Wehe habe ich meine Hose versucht aufzuziehen und habe gesagt, sie kommt jetzt. Weil ich einfach, ja, ich habe einfach gemerkt, dass sie jetzt raus will. Ich habe einfach gesagt, okay, sie kommt jetzt. Habe dann schon dabei meine Hose ausgezogen und die Hebamme hatte mit mir vorher besprochen, dass ich im Vierfüßler entbinde, weil ich mich die ganze Zeit während den Wehen immer so nach vorne gestützt habe. Und deswegen hat sie gesagt, das wäre wahrscheinlich das Beste für mich. Und das wollte ich bei Lia damals schon, weil man dann im Vierfüßler ja so ein bisschen die Schwerkraft noch mitnutzt. Und wenn man liegt, so wie ich bei Lia, da habe ich auf dem Rücken gelegen, da arbeitet man so ein bisschen gegen die Schwerkraft. Und deswegen hat sie gesagt, okay, ich würde dir empfehlen, den Vierfüßlerstand zu nehmen. Dann machen wir das Bett, also die Rückenlehne vom Bett nach oben und du hast dann noch das Seil, was von der Decke hängt. Und ich glaube, das ist für dich perfekt. Und da habe ich auch direkt gesagt, ja, können wir gern probieren. Wenn es nicht passt, drehe ich mich einfach um. Ja, das können wir ja einfach so machen. Und dann hatte sie auch direkt, also ich hatte dann versucht, meine Hose auszuziehen. Felix hat mir geholfen und sie hatte dann direkt das Bett hochgefahren, hat das Seil runtergemacht von der Decke und ich bin dann auch direkt aufs Bett gesprungen. Also sie war dann noch am Machen und am Aufräumen und ich bin da direkt draufgesprungen und hatte auch direkt Presswehen. Also sie hat dann nebenbei noch den Tisch fertig gemacht und das Wasser in so eine Schale eingelassen, weil sie ja immer mit einem warmen Tuch so ein bisschen Dammbremse machen und sowas. Und ich habe da die ganze Zeit meine Presswehen, also nicht die ganze Zeit meine Presswehen gehabt, aber ich habe schon gepresst dann, beziehungsweise musste ich dieses Mal gar nicht pressen, denn durch die Schwerkraft wurde das Kind irgendwie selber rausgezogen. Also ich habe nicht einmal gepresst, sondern die Kleine ist einfach so rausgefallen, sozusagen. Also, das war super schmerzhaft. Und bei Lia habe ich gesagt, dass die Presswehen das angenehmste von der Geburt waren, weil es auch wirklich so war. Bei Lia, die Presswehen waren wirklich super angenehm, weil ich was tun konnte und weil ich Pausen hatte dazwischen. Also, ich hatte immer nur kurz diesen Druck, ich muss pressen, habe dann ordentlich gepresst und dann war erstmal Pause. Und jetzt bei diesem Mal war es eben so, dass ich mich wirklich dahin gehockt habe, habe Felix Hand genommen, habe das Seil genommen und habe eigentlich nur gedrückt. Also ich habe die ganze Zeit so gedrückt, habe meinen Bauch angespannt und den Rest hat mein Körper komplett allein gemacht. Also ich hatte die ganze Zeit für mich waren es keine Presswehen, einfach weil ich nicht gepresst habe und weil ich wirklich nur festgehalten habe und die Kleine einfach selber rausgekommen ist sozusagen. Ich hatte keine Pausen und ich hatte diese Phase insgesamt 5 Minuten. Dann war die Kleine da. Wurde natürlich zuerst der Kopf geboren und dann der Rest. Die Kleine hatte die Nabelschnur wieder um den Hals, so wie meine Große. Das war aber gar kein Problem, das ging ihr gut. Mit der Kleinen kam ein Riesenschwall Fruchtwasser. Also die Hebamme hat gesagt, die Kleine wurde jetzt schon mal geduscht. Weil ja, als sie raus war und dann ja unter mir lag, hat sie nochmal einen richtig Schwall Fruchtwasser abgekriegt. Weil ja, das war alles noch drin, meinte die Hebamme. Die Kleine war einfach schon so tief mit dem Kopf im Becken, dass da gar nichts an den Seiten vorbei konnte. Und so wurde dann die Kleine nochmal schön mit Fruchtwasser gebadet. Ja, die Hebamme hat die ganze Zeit während den Presswehen so ein Tuch, so ein warmes Tuch einfach unten gegengehalten. Das war so angenehm. Und ja, die Presswehenphase ging so schnell, dass ich mich an fast gar nichts mehr erinnere. Und ja, also es ging halt einfach wahnsinnig schnell. Als ich mich hingelegt habe oder hingekniet habe da aufs Bett, da war der Kopf schon unten, da hat die Hebamme schon den Kopf gehabt. Diese eine Presswehe war der Horror, wirklich. Also ich hatte die ganze Zeit dieses unglaubliche, ich muss drücken Gefühl, so als würde man erbrechen. Das ist ja auch ein
ein Reflex, den der Körper die ganze Zeit macht, bis er fertig ist. Da könnt ihr nichts gegen tun. Und genau das hatte ich untenrum. Das hatte ich bei Lia nicht. Bei Lia hatte ich Presswehen und dann war Feierabend. Dann war Pause und dann kam wieder eine. Und jetzt hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, als müsste ich brechen. Nur halt nach hinten. Untenrum sozusagen. Ja, also das war ja einfach so ein Reflex vom Körper. Eine Reaktion vom Körper. Und mein Körper hat das Kind da komplett selber rausgeholt sozusagen. Die Hebamme hat die Kleine nur aufgefangen. Und ich habe sie dann direkt zwischen meinen Beinen hochgenommen und habe sie direkt in die Arme genommen. Und dann ja, saß ich da auf den Knien und hatte die Kleine im Arm. Und ja, dann habe ich mich auch relativ schnell umgedreht, weil es direkt weiterging mit der Plazenta. Also bei Lia musste ich Wehenmittel bekommen und die Plazenta hat fast eine Stunde gebraucht. Und die haben da ordentlich meinen Bauch rumgedrückt, weil die Plazenta nicht kommen wollte. Und jetzt, ja, die kamen alle gar nicht so schnell hinterher. Die wollten erstmal das Kind ordentlich sauber machen, haben da ein bisschen am Fuß rumgespielt, weil die Kleine nicht schreien wollte. So wie Lia auch damals. Also Lia hat nur kurz gequiekt und auch jetzt, die kleine Maus hat einfach nur kurz gequiekt und die Ärztin hat die ganze Zeit den Fuß massiert, weil sie halt eben einen Schrei hören wollte, aber die Kleine wollte nicht. Aber sie hat geatmet, es war alles in Ordnung. Und ja, dann habe ich mich ganz schnell auf den Rücken gelegt, weil die Plazenta raus wollte. Dann ordentlich ja, Wehen gehabt. Und dann hat auch, also es ging ganz schnell, die Hebamme hat kurz die an der Nabelschnur ein bisschen gezogen während meiner Wehe und dann war die Plazenta auch schon da. Ich musste zweimal husten noch, weil so ein bisschen von der Eihaut noch mit drin war und hätte die Hebamme das komplett rausgezogen, dann wäre das drin geblieben. Und deswegen habe ich zweimal gehustet und dann hat sie alles komplett rausgekriegt. Ja, die habe ich mir dann auch nochmal angeschaut und sie hat mir das auch nochmal alles erklärt und sowas. Und die haben wir auch wieder mitgenommen, die Plazenta. Ja, und dann war meine kleine Maus da um 13.59 Uhr. Eingetragen in der Akte sind 3 Stunden Geburt, weil sie die Geburt eben ja, erst mit dem Blasensprung berechnet haben, weil das davor halt eben nichts war. Also es waren halt so ein paar Wehchen, aber genau, eingetragen in der Akte sind 3 Stunden für die Geburt und so habe ich mich auch gefühlt. Also für mich waren das auch nur 3 Stunden Geburt. Der Rest davor war eher so wie ein Spaziergang im Krankenhaus. Und ja, dann wurde die Kleine natürlich fertig gemacht, beziehungsweise wurden wir erstmal über eine Stunde allein gelassen. In der Zeit sind wir fast eingeschlafen da im Bett, weil wir waren so K.O. Wir waren ja nun auch schon, also ich war ja schon seit 12:30 wach und davor habe ich nur ein paar Stunden geschlafen und Felix ja auch. Und dann die ganze Zeit im Krankenhaus da rumsitzen, hat uns schon echt fertig gemacht, sodass wir echt fast eingeschlafen sind. Felix ist dann zu mir mit ins Bett gekrabbelt. Ich habe schon mein Wöchnerin-Stationsbett bekommen. Und da hat Felix sich damit reingelegt. Ich hatte die Kleine auf der Brust. Ich habe die Kleine direkt nach der Geburt gestillt. Also während die Plazenta kam, habe ich schon gestillt. Und ja, dann haben wir erstmal über eine Stunde da gekuschelt und fast geschlafen. Und dann wurde die Kleine fertig gemacht. Da wurde dann ja einmal die U1 gemacht. Und dann habe ich die direkt wiederbekommen und habe die ganze Zeit gekuschelt mit ihr. Und dann wurde einmal geschaut wegen Geburtsverletzung. Ja, da wurde nochmal, also da hat die Hebamme noch einmal kurz geschaut, ist einmal untenrum alles gewaschen und nochmal geschaut und hat dann gesagt, dass der Damm intakt ist und dass eine kleine Schürfwunde in der Scheide ist. Das hatte ich bei Lia auch schon und dass die alte Narbe wieder aufgegangen ist, die ich bei Lia bekommen habe, also den Schamlippenriss. Genau, der ist wieder aufgegangen. Und sie müsste einmal die Ärztin holen, damit die einmal schaut, ob wir das nähen müssen oder nicht. Und dann hat die Ärztin geschaut und hat gesagt, ja, die alte Narbe ist wieder aufgegangen. Und wenn es nach ihr gehen würde, würde sie es nicht nähen. Aber wenn ich das möchte, dann würde sie das nähen. Und ich habe mir so vorgestellt, okay, wenn die alte Narbe aufgegangen ist, dann ist es nur so ein kleines Stück. Und das sah vorher sowieso doof aus, weil die das beim letzten Mal total doof genäht haben. Das ist für mich nicht schlimm.
wenn das vorne das kleine Stück wieder aufgegangen ist. Und deswegen habe ich gesagt, okay, dann machen wir das nicht. Wenn Sie meinen, das wäre nicht notwendig, dann machen wir es nicht. Einfach weil ich wusste, wie sehr das bei Lia wehgetan hat. Und vor allem, wie das Wochenbett dann auch verläuft, wenn man eine Narbe da unten hat. Ja, dann sind wir so verblieben. Jetzt im Nachhinein bin ich super enttäuscht, weil das viel schlimmer ist, als sie mir erzählt hat. Und ich hätte gerne mit dem Spiegel nach der Geburt selber mal geschaut, aber ja, ich habe ihr halt eben vertraut. Ja, nun habe ich einen riesengroßen Riss, der aber nicht schmerzhaft ist oder sowas, aber es ist halt einfach aufgegangen und gerissen. Und es ist, ja, ein riesengroßer Riss. Aber ja, vielleicht lasse ich das nochmal machen, irgendwann später. Jetzt ist es so, dafür geht es mir jetzt im Nachhinein richtig gut. Also ich habe keine Schmerzen untenrum und sowas und auch Wochenfluss ist alles top. Die Hebamme hat danach noch einige Male auf meinen Bauch rumgedrückt, einfach um nochmal richtig schön Blut rauszuholen. Und da kam auch immer richtig viel, auch so Blutegel. Und ja, das hat sie ein paar Mal gemacht, das tat höllisch weh. Aber was muss, das muss. Und ja, direkt mit der Geburt fingen auch die Nachwehen an, die wirklich richtig heftig waren jetzt beim zweiten Kind. Bei der ersten Frage nach Schmerzmitteln oder ob ich Schmerzmittel möchte, habe ich gesagt nein. Und als sie 5 Minuten später wieder reinkam, habe ich gesagt, ich möchte doch was haben. Und dann habe ich Ibuprofen bekommen. Ja, ohne war das nicht möglich. Felix ist noch zur Apotheke gefahren, als wir zu Hause waren dann und hat Ibu geholt, weil es ja nicht ohne ging. Ja, das war eigentlich die Geburt. Wir sind danach ja ambulant nach Hause gefahren, das war auch gar kein Problem. Wir sind dann ungefähr so gegen 15 oder 16 Uhr auf die Wöchnerinstation gekommen. Ich habe sogar ein Einzelzimmer gehabt und dann, ja, war aber kein Familienzimmer frei und deswegen haben wir gesagt, dass wir ambulant nach Hause gehen. Und eigentlich hätte Felix direkt nach Hause fahren müssen und mich dann später nach den 6 Stunden Liegezeit wieder abholen müssen. Und die auf der Wöchnerstation, die Krankenschwester, hat aber gesagt, ich weiß nicht, dass sie hier sind, ich habe sie nicht gesehen. Und nachher um 20 Uhr, wenn sie laut Liegezeit gehen dürfen, dann kommt auch die nächste Schicht. Was die mit ihnen macht, das weiß ich nicht, aber ich habe sie nicht gesehen. So, das hieß dann, dass Felix da bleiben darf, bis wir nach Hause fahren. Ja, und die Kleine wurde dann nochmal vom Kinderarzt untersucht, kurz nach 8. Und ich wurde nochmal vom Frauenarzt untersucht, kurz nach 9. genau, es war super voll an dem Tag und es sind super viele Kinder gekommen und deswegen waren die alle total verplant. Aber es hat ja doch ganz gut geklappt und es war bei mir alles top, es war beim Baby alles top und deswegen sind wir dann abends nach Hause. Ungefähr so um 10 waren wir dann zu Hause, haben Lia empfangen und haben uns dann ganz gemütlich ins Bett gekuschelt und sind alle eingeschlafen. Ja, das war meine zweite Geburt. Meine traumhafte Geburt und ja, für mich steht, glaube ich, schon fest, dass ich das nochmal erleben möchte. Aber jetzt erstmal vergessen wir die Schmerzen. Da kann ich mich nur sehr, sehr gut dran erinnern. Und das braucht, glaube ich, noch ein paar Tage, bis man das wieder komplett vergessen hat. Genau. So, das war also mein wirklich positiver Bericht. Wie gesagt, es war eine absolute Traumgeburt, für mich sogar schöner als die erste und die erste war schon wirklich toll. Ich fand das einfach auch so schön, wie Felix mich unterstützt hat. Einfach, er war komplett anders als bei der ersten Geburt. Bei der ersten Geburt saß er die ganze Zeit nur da, stumm und hat nichts gesagt und jetzt war er wirklich richtig dabei. Er hat mit mir zusammen geatmet, er hat mich gestreichelt, er hat, ja, er war einfach die ganze Zeit da. Ja, ich hoffe, euch hat dieser Geburtsbericht gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben da lasst und vielleicht bei Instagram vorbeischaut. Da seht ihr nämlich immer ganz aktuell alles von uns. Genau,
Und dann wünsche ich euch einen ganz, ganz wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!